Ihr Heulen wird die Nächte erfüllen als Ankündigung für Tod. Meine Männer werden nicht nach Karakorum gehen. Welche Geheimnisse verbergen sich im legendären Tibet? War die Kreatur, die seine Kehle zerrissen hat, vielleicht ein Yeti? Was für grausame Dämonen terrorisieren die Männer, die ohne zu zögern ihr Leben riskieren? Verängstigte Menschen beten zu ihren Göttern mit rituellen Tänzen gegen den bösen Geist. Der Werwolf und der Yeti. Karakaran ist ein Land rücksichtsloser, brutaler Männer, wo das Gesetz dem Verbrechen unterliegt. Ich sehe weder Melody noch den Professor. Wo sind sie? Wo sind sie hin? Sag es. Sag es. Zum Palast von Sekakan. Der Tod ist das erlösende Ende für die Eingekerkerten in den Fängen des Sekakan. Eine schöne Frau setzt ihre Opfer in den Kerkern einer furchtbaren Folter aus. Nein! Vorwärts! Wer bist du? Ich habe den Körper des Boten gesehen. Es waren keine Wölfe, sondern du. Der Werwolf und der Yeti ist voller Schrecken, Erotik und Abenteuer. Publikum und Schauspieler durchleben eine albtraumhafte Atmosphäre. Der Werwolf und der Yeti. Der Yeti, eine mystische Kreatur aus den Bergen Tibets, trifft auf den Werwolf in einem bestialischen und teuflischen Kampf. Paul Nash in der neuesten Version des Werwolfs. Mit Grace Mills, Sylvia Solar und einem einzigartigen Ensemble. Ich kenne nur ein Heilmittel für dein Leid. Ein Heilmittel? Welches? Es gibt eine magische Pflanze, die trägt rote Blüten. Diese Blütenblätter, gemischt mit dem Blut einer jungen Frau, können solche wie dich heilen. Solche, die mit dem Gift der Dämonen vom Karakorum verseucht wurden. Liebe. Action. Schreck in der Werwolf und der Yeti.